Also, Themen haben wir gehört und erlebt. Dazu heute Anmerkungen zur Kenntnisprüfung in München, zur Kenntnisprüfung in Münster und zur Kenntnisprüfung in Marburg. So, fangen wir doch mal an. Was gab es in München? Tja, das war schon ziemlich heftig, was ich da gehört habe. Und zwar teilte mir ein Kollege aus Bayern mit, am 4. und 5. an einem der Tage hat er teilgenommen und war bei der Kenntnisprüfung. Und das Erschreckende ist, an beiden Tagen sollen jeweils 4 Ärzte durchgefallen sein. Ich sage bewusst sollen, denn ich war nicht dabei. Ich bin hier etwas auf die Informationen der Ärzte angewiesen, die mich nahezu täglich erreichen und ich bekomme auch viele E-Mails dazu. Es geht ganz einfach, dass man den Prüflingen erklärt hat, dass wohl bisher die Prüfungen zu lasch gewesen seien. Mit anderen Worten, man hat zu vielen Leuten gesagt, okay, ihr habt bestanden. Diese Leute sind dann in Kliniken gegangen und man mag es kaum glauben, dann haben sich Ärzte aus den Kliniken beschwert, wieso konnten diese Leute eine Kenntnisprüfung bestehen? Diese Leute sind doch einfach für die tägliche Klinikarbeit nicht weit genug. Ich finde das alles ein bisschen hart, auch ein bisschen unfair, weil natürlich die Kollegen aus den Drittländern sich erst einmal in diesen Kliniken etablieren müssen. Und ich bin ziemlich sicher, die Sachen, die Fähigkeiten und die Kenntnisse haben ausgereicht. Aber jetzt ist Folgendes gewesen: Man ist der Meinung, das müsste angezogen werden und die Prüfer haben jetzt, ich will nicht sagen Angst, aber haben sehr viel Respekt davor, dass man den Prüfern vorwerfen kann, liebe Leute, ihr habt nicht gut genug geprüft, ihr wart nicht in allen Details und ähnliches mehr. Und welcher Prüfer möchte schon gerne, dass es irgendwelche juristischen Schritte geben könnte oder dass die eingeleitet werden? Das wollen wir also alles nicht hoffen, aber das kann im Extremfall vorkommen. So, das war einer der Gründe, warum das in München jetzt etwas anders läuft. Kommen wir zur Kenntnisprüfung nach Münster. Was gibt es Neues in Nordrhein-Westfalen? Auch da habe ich 2 Berichte bekommen. Der eine ist von einer Kenntnisprüfung am 5. November, habe ich gerade noch bekommen, vor einer Stunde. Dort haben von 5 Prüflingen 3 bestanden, 2 sind durchgefallen. Also eine Durchfallquote von 40%, muss ich sagen, für Münster ziemlich überraschend. Dann gab es den Bericht vom 6.11., also einen Tag später. Mit dem bekannten Team Roos, Kirchhefer und ein Vertreter für Domag. In dieser Prüfung waren es 5 Leute und es hat keiner bestanden. Das heißt, am 6.11. hatten wir eine Durchfallquote von 100% in Münster. Ja, das ist ziemlich heftig. Und wenn ich teilweise die Prüfungsprotokolle im Detail bekomme, dann muss ich sagen, auf der einen Seite finde ich es schon toll, dass man in den Prüfungen sehr viel Fachwissen verlangt und auch sehr in die Tiefe geht. Es ist nur manchmal anscheinend, man muss ja ganz vorsichtig sein, wenn man so eine Sendung macht, es ist aber anscheinend ein bisschen unfair, wenn man merkt, dass ein Prüfling irgendwo schwächelt oder in irgendeiner chemischen Formel nicht ganz zu Hause ist,
dass man dann an der Stelle einfach so lange nachbohrt, bis der Prüfling völlig verunsichert ist, nervös wird und dann meistens leider die Prüfung nicht besteht. So, was hatten wir noch? Wir hatten noch, das war das, das war München. Ah, dann gibt es noch etwas Neues in Marburg. Nun wissen wir ja alle, dass in Marburg, im Bundesland Hessen, es Prüfungen gibt, wo dann an einem Tag mal 14, 15 Mediziner in verschiedenen Kommissionen geprüft werden. Und jetzt kommt das Interessante: Diese Prüfungen haben sich bisher dadurch ausgezeichnet, dass immer sehr viele Kollegen bestanden haben. Also ich würde mal sagen, da war die Bestehensquote bei 80 bis 90%. Also umgekehrt, umgekehrt will ich nicht sagen, aber in Münster sieht es deutlich schlechter aus und leider wahrscheinlich jetzt auch in Bayern. Denn wenn das Schule macht, was dort passiert ist, dann wird es in Bayern ziemlich heftig werden. So, was hat man gesagt in Marburg in Hessen? Man gibt jetzt nicht mehr die Namen der Prüfer durch die Landesärztekammer im Vorfeld bekannt. Bisher war es immer so, dass sie eine Prüfung bekommen haben und dann hat man ihnen gesagt, da ist der Doktor so und so, der Professor so und so, ist dabei und tritt als Prüfer auf. Man hat also die Prüfungskommission benannt. Das war immer ganz gut, weil dann konnte man sich ein ganz klein wenig die Protokolle der Prüfer anschauen und hatte eine Vorstellung, was dort passierte. Das macht man jetzt nicht mehr, sondern jetzt geht man hin und erfährt die Zusammensetzung der Prüfungskommission erst am Prüfungstag. Die Frage ist, warum das so ist. Es hat wohl am 25. Oktober, so wurde mir geschrieben, ein Problem mit einem russischen Arzt gegeben, weil dessen Chef versuchte, erkannte die Prüfungskommission zu kontaktieren. Daraufhin wurde dann kurzerhand die Prüfungskommission ausgetauscht und der Arzt, der russische Kollege, ist dann auch leider durchgefallen. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich höre das immer wieder, dass viele Kollegen oder viele Vorgesetzte, nennen wir es mal so, oder viele Chefs versuchen, für ihre Mediziner das Optimum zu erreichen. Und dann werden die schon mal, dann gehen die schon mal hin und rufen an und sagen, Moment mal, kennen wir den und den, was können wir da machen? Das kann ich ja alles nachvollziehen. Nur das Problem ist dann ganz einfaches, wenn auf diese Art und Weise die Prüfung beeinflusst wird, dann ist das immer so ein bisschen anrüchig oder man sagt auch, das hat dann ein Geschmäckle. Das heißt, das kann nicht immer gut gehen. Ja, so viel hierzu, das war das Thema. Dann gab es noch eine interessante Sache, von denen ich Ihnen oder euch berichten wollte. Ich bekomme natürlich auch in vielen Fällen dann immer die Gutachten und die Schreiben der einzelnen Approbationsbehörden vorgelegt, um die Ärzte zu beraten, was kann man machen. Jetzt ist mir allerdings ein Schreiben auf den Tisch gekommen der Regierung von Oberbayern. Und zwar hat die Regierung von Oberbayern ein Gutachten über einen Mediziner erhalten durch den Gutachter. Und das ist, man sage und schreibe, am 25. Oktober 2018 bereits bei der Regierung von Oberbayern eingegangen und wurde dann ein Jahr später, jetzt im Oktober 2019, also von Oktober 2018 bis Oktober 2019, hat dieses Gutachten bei der Regierung von Oberbayern gelegen
und wurde erst jetzt weitergegeben. Das finde ich, wie gesagt, ziemlich heftig, weil die Ärzte warten darauf. Die Ärzte machen ihre Berufsplanung. Die Ärzte möchten gerne wissen, wie es weitergeht. Und dann geht es einfach mal so, dass man nichts hört, dass man einfach keine Informationen bekommt. Das finde ich eigentlich ganz heftig und das darf eigentlich nicht so sein. Man muss der Regierung von Oberbayern allerdings zugutehalten, dass in vielen Fällen die Berufserlaubnis, die normalerweise ja auf 2 Jahre begrenzt ist, dass die auch schnell mal verlängert wird auf 3 Jahre oder auch länger. Also es geht alles und es geht alles irgendwie weiter, aber es ist alles, es ist nicht so ganz einfach und es sollte auf keinen Fall so sein. So, liebe Ärzte, damit sind wir heute wieder durch. Ich notiere eifrig, was kommt und vielleicht noch mal der Hinweis: Sie können mir natürlich Ihre Themen, die Sie gerne hier mit mir diskutieren möchten, telefonisch durchgeben oder Sie können sie auch an meine E-Mail schicken, vorschlag@gerner.email. Ich würde mich freuen, wenn viele Informationen kommen und ich darf Ihnen jetzt schon sagen, dass ich mich allen Themen, dass ich mich um alle Themen kümmern werde und mich dieser Sache gerne annehmen. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Sonntag.